Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Ich packe hier Mystery-Pakete aus auf der Suche nach schönem Vintage-Schmuck, den ich in meinem Online-Shop verkaufe. Ich habe hier ein Schmuckpaket mit amerikanischem Modeschmuck gekauft, das ich mit euch zusammen auspacken möchte. Heute bin ich auf der Suche nach sommerlichem Vintage-Schmuck. Mal sehen, was wir heute finden. Ah, hier sehe ich was Grünes in Strass. Ja, es ist nicht nur grün, sondern es sind alle Farben drin. Marke sehe ich keine. Nee. Aber sehr tolle Strassclips. Sehr schön. Das gefällt mir sehr gut. Dann. Was ist das hier? Ah, ich weiß, was das ist. Das ist toll. Das sind so, ich nenne sie Chandelier-Ohrringe. Aber die sind aus den 50er Jahren. Ich weiß gar nicht, wie ich das so toll präsentieren soll. Nee, so sieht man es nicht. Das ist so ein ganz toller Hänger. Also das ist echt 50s. So ein bisschen so ein Capri-Stil. Nur diesmal habe ich sie in schwarz. Ich hatte die schon mal mit Perlen oder mit so rosa Perlen auch. Sehr schön. Also perfekt präsentieren kann ich sie nicht, aber sie hängen wie so ein Hänger mit so drei Stockwerken praktisch. Das spricht mich hier sehr an. Eine schöne Korallfarbe. Ja, hier ist ein Logo drauf. Koro. Ja, das sieht auch sehr nach Koro aus. Sehr hübsche, eckige Ohrclips in Korallfarben. Sehr schön. Dann haben wir hier Blütenohrringe. Das sieht auch sehr schön nach den 50er Jahren aus. Toller hellgrüner Strass in einer durchbrochenen Blüte. Sehr schön. Und das. Aha, das sieht gut aus. Nimm mal das mal. Die Neugier ist groß. Vielleicht ein Armband zu meinem Koro-Ohrringen. Ja, hier haben wir das Logo. Das ist Koro. Ja. Und zwar diese schöne Marke mit dem Pegasus. Ein bisschen anders sehen die Ohrringe aus. Also das Armband hat einen helleren Korallton und auch ein helleres Gold. Aber das ist ja schon mal ein super Highlight. Ja, das gefällt mir. Toll. Und exakt so sommerlich, wie ich das haben möchte. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier eine Halskette. Das könnte auch Koro sein. Schauen wir mal. Nee, eine Marke sehe ich nicht. Natürlich gibt es ja auch unsignierten Schmuck. Sehr typisch für die 50er Jahre mit diesem Lucidstein. Sehr hübsch. In Silber. Und ein sehr interessantes Armband. Ja, das finde ich auch sehr toll. Steht hier was drauf? Ich guck mal. Nee, eine Marke habe ich nicht gefunden. Es ist ein ganz wunderschönes Netzarmband. Sehr schön gearbeitet. Und das ist ja, das ist perfekt. Das finde ich sehr, sehr gut. Mit den Fransen dran. Also das ist sehr hübsch. Und sehr 50s. Toll. Ja, das ist schön, das gefällt mir gut.
Dann haben wir hier Ohrclips, kleine Ohrclips im Mesh-Design mit kleinen dunklen Strasssteinchen. Und der ist wie so ein Herrenwinker. Sehr nett. Dann tolle Herzohrringe zum Schrauben. Marke. Nee, Marke gibt es nicht. Aber die sind doch auch wunderschön. Mit einem tollen grünen Stein. Dann sehe ich hier Kreolen. Ja, da ist eine Marke drauf. Goldet. Die Ohrringe sind von Goldet. Dieses hier, die Kreolenschiene ist emailliert in Elfenbein. Dann haben wir hier so einen tollen Clip, den man einstellen kann. Also sehr schöner, hochwertiger Modeschmuck. Und das sind auch die 50er Jahre. Höchstens nochmal 60er. Aber schön alt, wie ich das gerne finde. Dann haben wir hier Ohrclips ohne Marke. Ja, mit so roten Beeren. Diese Steine, die nennt man Moonglow, fand ich neulich heraus. Und dann sie ja nochmal mit Strasssteinen noch flankiert. Sehr, sehr schöne Ohrclips in einem tollen Bärenrot. Sehr schön. Dann sehe ich hier was Schwarz-Weißes. Hier scheint eine Perle zu fehlen. Schauen wir mal. Ja, hier ist sie dran. Hat sie was gelöst? Marke sehe ich auch. Hongkong. Ja, sehr, sehr schade. Also die finde ich wirklich wunderschön, so schöne Hänger. Leider fehlt mir hier eine weiße Perle. Sehr schön 50 sehen die aus. Ja, damit können wir uns leider nicht aufhalten. Die werde ich wohl kaum ersetzen können. Dann wieder was Grünes. Ein Ohrclip, ein kleiner Ohrclip in Grün mit weißem Strass. Ein sehr schöner Strassstein, dieser grüne. Das gefällt mir auch sehr gut. Dann schauen wir mal hier. Hier sehe ich auch weißen Strass, den ich so gerne mag. Ja. Oh, toll. Toll, toll, toll. Also da bin ich mir sicher, das gefällt euch auch. Super schöne, lange hängende Strassohrringe zum Schrauben. Und sehr, sehr schön alt sehen die auch aus. Also die sind aus den 50er Jahren. The Diamond Look. Und noch ein Ohrring. Wieder ein Hänger in Strass. Die Steine sind alle vorhanden. Also so leicht gelblich schimmern die hier. Hier gegen diese. Ja, nur ganz leicht. Sehr hübsche Ohrringe. Dann sehe ich hier noch was Schönes in Lila. Wieder Hänger, ja toll. In Kunststoff mit lila Plättchen. Also das ist ja wohl auch sehr tropisch. 50s zum Schrauben, keine Marke.
Sehr fröhlich sehen die aus. Die mag ich auch sehr gerne. Also ich habe ja schon mal ein Video mit sommerlichem maritimen Schmuck gemacht letztes Jahr. Das Video verlinke ich noch ans Ende, wenn ihr noch mehr sommerlichen Schmuck sehen wollt. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir auf dem Kanal weiterguckt. Guck mal erstmal hier nach der Marke. Kramer. Toll. Kramer. Ups. Ja, super Ohrringe. Sehr schön. Also die müssen noch ein bisschen gereinigt und aufpoliert werden. Aber die sind auch schön alt. Tolle Ohrringe. Sehr schön. Und nochmal ein Hänger in Kristall. Keine Marke. Aber wieder diese ganz feine Halterung oben. Da wollte man praktisch so Ohrstecker simulieren. Hat schon Clips getragen, aber mit einem ganz feinen Kopf hier oben. Tolle Kristallperlen. Sehr hübsch. Sehr, sehr schöner Schmuck. Also in der Beschreibung stand es auch, dass alle Steine vorhanden sind und alles sofort getragen werden kann. Das gefällt mir ja immer auch sehr gut. Das verführt mich immer zum Kauf. Hier sehe ich einen Stempel, eine Patentnummer mit einer 3 vorne. Also das werde ich nochmal versuchen rauszukriegen, wem das Patent gehört. Das ist mit Sicherheit für diesen einstellbaren Clip-Mechanismus. Sehr schöne Schleifen. Und was daran auch so toll ist, da sieht man auch immer den hochwertigen Modeschmuck, wenn es einen rechten und einen linken gibt. Also sie sind nicht beide gleich, dieser Schweif hier und der guckt in die andere Richtung. Also das ist schon sehr viel aufwendiger, das zu machen, als einfach die Form zweimal gleich herzustellen. Die Ohrringe sind auch sehr, sehr schön. Marke Judy Lee. Judy Lee ist eine alte Vintage-Marke. Ich habe von der Marke noch nie was gehabt, habe es immer nur in Büchern gesehen. Ja, und diese Ohrringe sind einfach wundervoll. Also ich finde, wie toll das gemacht ist. Ich bewundere das wie Echtschmuck. So aufwendig, so aufgebaut. Praktisch jeder Stein ist einzeln gefasst und obendrauf gesetzt. Sehr, sehr schön. Ganz tolle Ohrringe. Hier haben wir einen tollen Aurora Borealis Schmuck. Ja, tolle Ohrclips. Ganz tolle Ohrclips. In so einer schönen Navettform. Sehr elegant. Der Stein, der glitzert so ein bisschen gelblich und in allen Pastelltönen. Ich hoffe, man sieht das. Und das ist eine Halskette dazu. Finden wir hier irgendwo ein Label? Nee, leider nicht. Sehr schön. Und die passenden Ohrclips. Tolles Set. Wunderschön. Dann habe ich hier eine tolle Halskette. Wieder wie so ein Collier. Ganz wunderschön hochwertig gemacht. Also jedes Kettenglied ist beweglich. Das finde ich sehr schön. Und dann auch dieser Sicherheitsverschluss hier oben. Ja, funktioniert. Sehr schön. Gefällt mir gut. Marke sehe ich nicht. Ich gucke nochmal. Nee, eine Marke finde ich nicht. Ein tolles Collier. Es hat so ein bisschen diesen 80er-Jahre-Look, nur viel feiner. Also ich glaube, die ist so aus den 60er-Jahren. Und dann hier noch tolle Ohrringe.
Ja, schön. Ohne Marke, in Herzform und mit tollen Barockperlen. Ja, ganz, ganz, ganz wunderschön. Toll. Toller Vintage-Schmuck. Also wirklich tolle alte Teile. Das gefällt mir sehr gut. Mir gefallen natürlich auch diese Hänger super schön. Dann diese tollen Koro-Ohrringe in dem wunderschönen Korallton. Das Armband dazu. Das ist fantastisch für den Sommer. Ja, genau das gefällt mir. Und dieses Armband. Das finde ich auch ganz toll. Mit diesem Mesh, das sieht so, fühlt sich so hochwertig an. Wirklich toll. Ja, und sogar Kramer-Ohrringe waren dabei. Und was ich auch ganz toll finde, ist natürlich Schleifen. Schleifen müssen sein. Und was mir auch sehr gut gefällt, sind diese tollen Ohrclips. Judy Lee, da freue ich mich schon, etwas mehr über diese Firma zu erfahren und zu recherchieren. Ja, herzlichen Dank, dass ihr wieder zugeschaut habt. Schenkt mir ein Like, abonniert meinen Kanal. Es kostet euch nichts, es bringt meinen Kanal aber sehr viel weiter. Danke fürs Zuschauen und bis bald.